Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Heute wird es ganz besonders geistreich. Es geht um das Thema Naturgeister. Und dazu habe ich Sian Schirmer eingeladen. Sie ist ihres Zeichens Zwergenmutter und Elfenbeauftragte. Na, wenn das kein geistreicher Job ist, dann weiß ich es nicht. Ich bin sehr gespannt, wie man zur Zwergenmutter wird. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo liebe Sian, es freut mich, dass du heute Zeit hast für mich und meine vielen Fragen, die ich an dich habe, hoffentlich auch beantworten kannst. Hallo lieber Oliver, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und ich sag Hallo nach Kalifornien, guten Morgen. Ja, und zu dir Hallo in die Vogesen, wo du gerade unterwegs bist. Und wir haben schon festgestellt, es gibt hier und da mal eine kurze Unterbrechung im Internet. Sollte das passieren, versuche ich das über den Schnitt zu bewerkstelligen, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Nur bitte ich unsere Zuhörer und Zuschauer dahingehend so ein bisschen um Verständnis. Denn die Sian wohnt sehr abgelegen in den französischen Bergen. Ja. Ja, bevor ich meine Fragen gleich an dich stelle, muss ich vielleicht erstmal sagen, wie ich überhaupt auf dich gestoßen bin, weil das ist eine ganz interessante Geschichte. Und zwar habe ich in einem meiner Präsenzseminare, ist schon eine ganze Weile her, einen Teilnehmer gehabt, den Holger, der zwei ja sehr interessante, ich habe sie damals ein bisschen wie Wurzelmännchen wahrgenommen, aber sie waren aus Filz gebastelt. Die hatte der dabei. Einer war ein bisschen größer, einer ein bisschen kleiner. Und die hat er neben seiner Matte aufgestellt und ist das ganze Wochenende bei uns im Seminarraum gewesen. Ich glaube, abends hat er sie dann mitgenommen in sein Zimmer und morgens waren sie aber auch gleich wieder mit dabei. Und natürlich wundert man sich da erstmal so ein bisschen. Ne? Da ist ein erwachsener Mann und er trägt so kleine Holz- oder Filzfiguren mit sich. Ja. Aber ich habe dem erstmal keine Beachtung geschenkt, bis ich plötzlich festgestellt habe, jedes Mal, wenn ich an Holger vorbeiging, dann habe ich das Gefühl gehabt, ich werde beobachtet. Das ist, als würden Augen mir nachschauen. Und ich bin so ein bisschen irritiert gewesen, aber es wurde dann sehr deutlich, schon am zweiten Tag. Und dann musste ich den Holger auch darauf ansprechen und fragen, was es denn damit auf sich hat. Und dann hat er mir so ein bisschen erklärt, dass es Repräsentanzen von Naturgeistern sind, die er da bei sich hat und dass sie von dir gekommen sind. Und jetzt bin ich ganz gespannt, natürlich auch zu hören und vielleicht auch aus deiner Perspektive, wie kommt das, dass jetzt Holgers Naturgeist plötzlich mir hinterher schaut oder einen Kontakt zu mir sucht? Ja, also zuerst möchte ich sagen, es ist sehr interessant zu sehen, dass die Naturwesen sehr gern mit den Menschen auch mal zu Seminare gehen, einfach auch, um sich weiterzuentwickeln. Und bei dir habe ich den Eindruck gehabt, dass der Wurzelmann, der Garrett, Kontakt zu dir aufgenommen hat, weil es in deiner wundervoller Arbeit eben darum geht, so seinen Horizont als Mensch zu erweitern, um mit Geistwesen in Kontakt zu treten. Also wenn ich das jetzt mit meinen Worten so formuliere, du kannst es bestimmt viel besser erklären, aber so wie ich jetzt das wahrgenommen habe, was deine Arbeit so ausmacht und dass der Wurzelmann daran interessiert war, zu erfahren, was du jetzt dazu erzählen hast und wie deine Arbeit so vonstatten geht. Und wie der Wurzelmann am besten seinen Mensch dabei unterstützen kann, um in seine eigene Kraft und Stärke zu kommen. Bei den Wurzelmännern geht es darum, dass man in seine eigene Wurzelkraft hineinkommt, dass man Kontakt zur Ahnenwelt aufnimmt. Ja, dass man in sich verankert neue Wege gehen kann. Und das mit Kraft und Durchsetzungsenergie und Mut vor alle Dinge. Weil das braucht auch Mut, solche Schritte da zu gehen, hinter die Kulisse zu blicken. Ja, ja, genau. Jetzt müssen wir vielleicht für unsere Zuschauer und Zuhörer so ein bisschen zurückspulen und erstmal dahin gehen. Wir wollen alle wissen, wie wird man Zwergenmutter und Elfenbeauftragte? Wie hat das bei dir angefangen?
Ja, also für mich war das ganz natürlich und normal, mit Naturwesen zu sprechen, seit ich Kind bin. Als Jugendlicher war es dann etwas schwieriger, aber zu sehen, dass sich die Menschen gar nicht für Naturwesen interessieren, wie als würde es diese Welt gar nicht geben. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass in andere Länder das sehr wohl eine große Rolle spielt. Und es hat mich sehr beruhigt, dass ich also nicht spinne oder so, sondern dass das ganz okay ist, wie ich bin. Und ich wollte halt meine Fähigkeiten dafür nutzen, den Menschen die Naturwesen greifbar und näher zu bringen. Und habe dann mit den Naturwesen zusammen ein Konzept entworfen, wie man die Filzkörper so hingehend präparieren kann, damit ein Naturwesen da drin seine Ankerpunkte setzen kann. Und von dem, was wir jetzt so gerade gesprochen haben, in klein habe ich gerade einen Gast hier. Das ist ein kleiner Mini-Wurzelmann. Der war jetzt bei Für mir unsere Zuhörer, die kein Video haben jetzt zum Podcast, die Sian hält hier in die Kamera einen kleinen Wurzelmann mit einer langen Zipfelmütze, kann man fast sagen, und einem sehr bauschigen Bart. Und es erinnert mich sehr an den Garrett, den der Holger dabei hatte. Ja, der kam vor 15 Jahren zu einer Frau und der hat es mal bei mir Urlaub gemacht. Genau, und ich habe ihn so ein bisschen wieder aufgehübscht. Nach 15 Jahren darf man das mal, ne? Dass man so eine neue Mütze bekommt und einfach neue Kleidung. Genau. Ja, und das Naturwesen, das bewohnt dann quasi diesen Körper. Aber nicht, dass es jetzt da drin eingesperrt wäre oder so, kann sich frei bewegen und hat so seine Ankerpunkte in diesem kleinen gefilzte Filzkörper. Ja. Wie darf ich mir das vorstellen? Du sagst, du hast als Kind schon Wahrnehmungen gehabt, dahingehend. Kannst du dich erinnern, so an deine ersten Begegnungen, nenne ich das jetzt mal, mit Naturgeistern, und wie haben die sich dargestellt für dich? Ja, das war, da muss ich in einer Wiege gelegen haben. Also so hat sich das angefühlt und ich hatte den Eindruck, ich werde überhaupt nicht gehört. Also ich habe dann mich versuche kenntlich zu machen, dass ich einfach da raus möchte oder mich bewegen möchte. Ich weiß nicht mehr so richtig. Es war einfach so ein Gefühl, ich möchte da raus, ich möchte was anderes machen. Und dann hat ein Wesen reingeguckt und hat die ganze Zeit mit mir gespielt. Also so Händchen rein und ich hatte den Eindruck, ich werde hin und her geschaukelt. Das war total interessant. Und das war so meine erste Begegnung. Außer dieses Gugu-Star, so wie wir das immer machen mit unseren Kindern, so, dass man so wegguckt und wieder guckt. Und das fand ich total witzig, ne? Genau, das war meine allererste Begegnung. Das heißt, du hast die wirklich dreidimensional auch erlebt und visuell wahrgenommen. Ja, und auch gehört, ja. Und später war es dann so, dass ich das, also wo ich im Kindergarten war, da hatte ich eine Freundin, Birgit, und da ist die Mama, die war so am Sterben, die hatte Krebs. Und da waren ganz viele Naturwesen drumherum und haben ihr dann geholfen und auch andere Wesen, Heide, Geistwesen, ich weiß nicht so richtig. Das ist dann eher so dein Fachgebiet. Also aber da waren halt noch andere Wesen so drumherum. Und die Naturwesen, die ich dann auch unterscheiden konnte zu den anderen Wesen, Heide, die waren immer irgendwie so lustig. Die haben dann gesagt, ach, es wird alles gut. Und das hatte ich meiner Freundin damals auch gesagt, dass alles gut wird. Und dann ist die Mama gestorben und dann war ich halt sehr traurig und sie auch. Und es wurde halt in dem Fall für sie nicht alles gut. Aber die Mama war weiterhin da und hat sich mit ihr unterhalten. Und ja, und die Naturwesen haben da halt die ganze Zeit geholfen, auch die Birgit zu muntern. Ich fand das alles so interessant. Ich könnte wirklich stundenlang erzählen, was das anbelangt. Genau. Und irgendwann wollte ich halt nicht mehr mit der Naturwesen zu tun haben, weil ich das so seltsam fand, weil alle anderen die einfach nicht wahrgenommen und gesehen habe eben. Weißt du noch, wie alt du warst, als dieser Knick dann passierte in etwa, dass du nicht mehr mit ihnen kommunizieren wolltest? Ja, so als Jugendlicher fand ich das ganz schwierig, wenn ich dann irgendwo hin wollte und nicht die ganze Zeit mich damit auseinandersetzen wollte, weil die Naturwesen sind so kleine Souffleure. Die sage dann auch mal Dinge über Menschen oder so. Und
Ich gehöre zu der Generation, wo das noch nicht so normal war oder Ja, es ist ja wichtig auch war. kein Thema, was jetzt unbedingt irgendwo auf der Straße bekakelt wird, ne, sage ich jetzt Ja, mal. Ich glaube, das kann man ja genau. auch nur mit einem gewissen Kreis von Menschen tatsächlich auch besprechen. Geht mir ja auch nicht Genau. anders, wobei ich sagen muss, was meine Arbeit angeht, so hat sich das doch sehr gewandelt in den letzten Ja, 15 genau. Jahren in etwa, dass die Leute sehr viel offener geworden sind und ich mich auch Ja. nicht mehr scheuen muss zu sagen, was ich tue. Ja, Aber wie genau. gesagt, ich glaube, Naturgeister ist noch ein Thema, was für viele Menschen weitestgehend unbekannt ist oder so ein bisschen auch aus der Märchenwelt für sie herausschallt. Ne? Für mich war das im ersten Moment auch so, dass ich gedacht habe, wie noch mehr Geistern? Es gibt doch schon genug andere, aber durch diese kurze Begegnung mit dem Garrett war das tatsächlich so, dass da irgendetwas geweckt wurde in mir und ich tatsächlich auch heute, wenn ich rausgehe, schaue, nehme ich mehr wahr oder kann ich anders wahrnehmen, wenn ich in der Natur bin. Und hier in Los Angeles ist es ein bisschen schwierig. Hier habe ich eher das Gefühl, und das wäre jetzt auch eine Frage an mich, dass mein Hund Wahrnehmungen hat, eher in die Richtung als ich, weil hier doch sehr zu viel Verkehr und zu viel Geräusch und zu wenig Natur eigentlich auch ist in meinem unmittelbaren Umfeld. Während in meinem deutschen Wohnsitz, da bin ich direkt am Wald auch, am Waldrand. Und da stellt sich das schon anders dar inzwischen. Wobei ich keine konkreten Wahrnehmungen habe, aber subtile Signale doch empfangen kann. Aber meine Frage jetzt, wie ist das mit Tieren und Naturgeistern? Ja, hast du da Erfahrung? Also die Tiere nehmen Naturwesen viel, viel besser wahr wie manche Menschen und vor allen Dingen Katze. Ja, wir haben Genau. jetzt einen Hund und der benimmt sich aber wie eine Katze, muss ich dazu sagen. Der ist, und das ist nicht unbedingt einfach, der scheint sehr hochsensibel zu sein und ist deswegen, ist leider auch die intelligenteste Rasse, eine Mixtur aus Border Collie und Pudel, die auf der Intelligenzskala ganz oben sind, aber eben jetzt auch in dieser Kombination sensitiv und ist ganz, ganz schwierig. Abseits des vertrauten Raumes mit diesem Hund zu arbeiten, sage ich mal. Und es gibt viele Momente, wo der einfach auch gar nicht raus will, weil er das Gefühl hat, es ist zu viel Input von draußen, da passiert zu viel. Und wenn ich dann mit ihr rausgehe, mit der kleinen Lotti, dann bleibt die oft sitzen einfach und schaut. Und dann schaue ich und dann versuche ich mich damit einzuklinken und zu sagen, was nimmt die da eigentlich wahr? Und dann kamen mir die Idee, vielleicht sind das Naturgeister, weil sie so sehr aufmerksam so, ja, zwischen die Welten schaut, nenne ich das jetzt mal. So also ein bisschen ähnlich, als würde jemand Aura lesen, wo man so mit einem leicht verklärten Blick und so sitzen da minutenlang, ne, und schaut. Und ich finde es sehr, sehr spannend, aber es ist auch anstrengend, muss ich gleichzeitig sagen, weil so ein normales Spazierengehen ist kaum möglich. Also ich habe deine wunderschöne Hündin ja mal auf Bilder gesehen, wo sie eine neue Frisur hat. Das sah so süß aus. Und da hatte ich auch den Eindruck, sie schaut. Also wirklich so, sie hat so einen besonderen Blick. Ja, Doch, interessant. das Da werde ich in nimmt Zukunft bestimmt noch ein wahr. bisschen näher drauf achten. Aber zurück zu dir. Du hast als Kind die Wahrnehmung gehabt, als Jugendliche ist das Ganze dann so ein bisschen, hast du es unterdrückt und dann ist es irgendwann aber wieder in die Oberfläche geschwappt. Ich glaube, wir können auch gar nicht davon laufen. Das ging mir ähnlich. Ich kenne viele, die in unserem, sag mal, in der geistreichen Welt unterwegs sind, die genau das erzählen. Da kommt die Teenagerzeit und dann ist es einfach nur peinlich oder nicht mehr adäquat. Aber irgendwann ruft es dann wieder. Ja, die hat einfach keine Ruhe gelassen, genau. Also so, dann hieß es immer Xian, Xian. Also das ist die Abkürzung von Sibylle und Anna. Und dann, wenn ich dann einfach so in den Raum sage, was? Und dann eben die Leute dann immer sagen, oh, was ist jetzt? Und also ich konnte es einfach nicht unterdrücken. Es war zu heftig oft. Und aber auch so schön. Und von daher habe ich dann beschlossen, das wird jetzt zum Beruf gemacht. Genau, weil es geht eh nichts anderes.
Ja, wie bei mir auch. Genau, ja, genau. Und du hast dann angefangen zu basteln. Und Ja. kannst du dich erinnern an dein erstes Filzwesen? Oder war das von Anfang an Filz oder hat sich das verändert? Also ich habe so verschiedene Materialien ausprobiert, Ton zum Beispiel und auch mit Holz. Und ich habe halt so gemerkt, dieses Filzige, diese Kombination zwischen tierischem Produkt, was ja diese Wolle nachher ausmacht, die nachher zu Filz verarbeitet wird, eins der ältesten Materialien, um sich zu kleiden, mal abgesehen von Leder, das wärmt, das ist durchlässig für das Wetter und ja, also die Naturwesen haben sich dann wirklich total wohlgefühlt einfach so in diesem Filz und dachte, ja, da könnte man so Energie hineinwebe oder Ankerpunkte hineinwebe, dass das Naturwesen da kann seine Ankerpunkte setzen, um dann in unsere Welt zu blicken. Und das ist ja auch nicht immer anwesend. Manchmal da ist es dann so, dass man in die Augen schaut und das ist so wie weg. Und man dann denkt, ui, wo ist denn jetzt hin? Und so hat sich das eben auch als Kind schon angefühlt, dass die manchmal so ganz weit weg waren, weil sie halt in ihrer Welt auch sehr viele Aufgaben habe und dann wieder ganz präsent da sind, um uns zu unterstützen und unseren Weg auch zu begleiten. Genau, ja. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage dann auch gewesen. Inwiefern und was tun die Naturgeister für uns? Ja, also jede Menge, würde ich jetzt sagen. Also in ihrer Welt halten sie die Feste der Erde zusammen. Und sind auch Geister der Umlaufzeit, würde ich jetzt mal so sagen, sind von Anbeginn der Erde da. Erde, Feuer, Wasser, Luft, wo sich die Elemente gebildet habe. Und man kann auch unterscheiden zwischen Erde, Feuer, Wasser und Luft, Elementarwesen oder auch Vermischungen. Und ohne die Naturwesen wäre es sehr schwierig, hier zu atmen, zum Beispiel auf der Welt, weil sie auch Bäume bewohne, Sträucher bewohne, Felsen bewohne und auch die einzelnen Elemente festige und zusammenhalte und miteinander auch verbinde und uns überhaupt ermögliche, hier auf dieser wunderschönen Erde auch zu leben. Genau. Jetzt bastelst du ja oder fertigst die Filzwesen an und zwar für Menschen. Das Ja. heißt, ich kann mich bei dir melden und kann einen Wunsch äußern, dass ich gerne Ja. mit einem Naturwesen in Kontakt sein möchte. Ja. Wie läuft das dann von deiner Seite weiter? Ja, also dadurch, dass ich so viele Anfragen habe, habe ich ein Naturwesen-Anfragebüchlein eingerichtet und da kann man sich eintragen und seine Wünsche auch äußern, dass man so sagt, ah, die Farbe Rosa mag ich total gerne oder ich hätte gern Unterstützung bei meiner Arbeit, ich habe eine Praxis und ich brauche Unterstützung, mentale Unterstützung oder auch wirklich sichtbare Unterstützung und schreibt so ein bisschen was über sich, was man so gern hat oder dass ich mir einfach auch ein Bild von dem Mensch machen kann. Und kann sich dann auf der Website ein bisschen umschauen, was ich so anbiete an Wesen, ob man so bestimmte Vorliebe hat, kann man mal gucken. Und das schreibe ich mir einfach so auf und dann bleibt dieser Wunsch da drin. Und wenn ich dann zum Beispiel jetzt für jemand anders einen Färbegang mache, dann meldet sich manchmal auch noch ein anderes dazu oder noch zwei, drei mehr. Und es ist so eine kleine Clique und ich schaue dann auch, aber möchte es jetzt hin oder möchte ein Wesen jetzt mehr von dem oder von dem an Energie mit habe. Das ist so, ja, so ein buntes Zusammenleben mit Naturwesen, würde ich jetzt mal sagen, was ich hier in der Vogese habe. Und entsprechend braucht es einfach nur ein bisschen Zeit, halbes Jahr maximal dann, bis das Naturwesen dann entsteht, wenn eins kommen möchte. Kommt auch vor, dass mal keins kommt oder dass es länger dauert oder dass der Wunsch einfach so nicht dem entspricht, was das Naturwesen gern hätte. Aber dann halte ich mal Rücksprache mit demjenige oder derjenige, der den Auftrag an mich gerichtet hat. Ja, spannend.
Was gibt es für eine Bandbreite an Naturgeistern? Kannst du die für uns mal aufzählen oder beschreiben? Ja, also Naturwiese wohne in den Elemente und in den Elemente sind dann die jeweilige Naturwiese zu Hause. Also so eine Elfe, die ist im Element Erde und Luft beheimatet, fühlt sich also mehr so für Sträucher verantwortlich. Eine Fee ist dann mehr so um die Elfe herum und gibt dann Impulse, ist dem Luftelement zugeordnet. Es gibt Wasserelementarwesen wie Kelpies, die dann am Meer wohnen und mit der Welle sprechen oder mit einer anbrandenden Welle und dann auch wieder Energie mitnehmen und gern sammeln. Und dann gibt es eben die Wurzelmänner, die dafür helfen, dass man mehr in seine eigene Kraft kommt, dass man sich mit der Ahne beschäftigt und so weiter, wie ich vorher gesagt habe. Dann gibt es halt ganz viele Zwerge, die sind aus den Gnome entstanden. Gnom, das ist ein Erdelementarwesen und kommt aus dem griechischen Wort Genomos, was so viel heißt wie in der Erde lebend. Und so ein Zwerg war vorher eben ein Gnom, der in der Erde gelebt hat und hat dann so eine Aura gebildet, weil er bei den Menschen war. Da braucht man sehr viel Willenskraft, wenn man so bei Menschen wohnt und auch so eine gewisse Durchsetzungsenergie. Und von daher hat sich dann die Aura gebildet. Und die hellsichtige Menschen damals, die so die erste Zwerge gesehen haben, die haben gesagt, das hat jetzt eine Mütze. Ne? Und diese Mütze, das ist eigentlich die Aura von einem zuerst lebenden Gnom, der nachher sich zu einem Zwerg entwickelt hat. Ja, und so geht's weiter und weiter. Ja, interessant. Das ist ja doch viel vielfältiger, als ich mir jetzt vorgestellt habe. Es gibt Ansätze oder Theorien darüber, dass Elementarwesen tatsächlich auch die Möglichkeit haben, irgendwann mal als Menschen zu inkarnieren. Hast du da irgendwelche Informationen oder Beobachtungen drüber oder Wissen? Also ich weiß es nicht, wer von wem du diese Informationen so hast. Also ich habe das jetzt aus einem Buch von Dolores Cannon, eine Hypnotherapeutin aus den USA, die sehr viele Rückführungen in Leben zwischen den Leben macht. Und dort hat einer ihrer Klienten eben die Information gebracht, dass Elementarwesen durchaus die Möglichkeit haben, aus ihrer Welt heraus auch in einen menschlichen Körper zu inkarnieren. Und ich fand das ganz spannend. Es gab da keine nähere Ausführung dazu. Und ich dachte, vielleicht weißt du was darüber. Ja. Also was ich jetzt von meiner Erfahrung schon so selber erlebt habe, auch mit Klienten, mit denen ich zu tun habe, war so die andere Seite. Also dass sie das Gefühl hatte, sie waren schon in der Elementarwesenwelt beheimatet. Und es hat sich stimmig und schön angefühlt, weil dann in dem Moment, wo es die Menschen mir erzählt habe, waren sie von der Aura her ganz weit und offen. Man hatte jetzt nicht den Eindruck, das wäre so was Eingebildetes, sondern das hat sich so berührend und schön angefühlt. Ja. Und ja, von daher könnte ja diese Möglichkeit durchaus ja, das bestimmt dann auch sehr gegeben cool. sein. Ja, genau. Also ich habe ja mit, einem zu tun, der sich Dimitri nennt und den habe ich in Berlin kennengelernt, wo wir auf einem Kunsthandwerker Markt waren und der hat auch so eine Entwicklung durchgemacht von dem, dass er sich erstmal wahrgenommen hat als ein Selbst und zuvor in der Naturwesenwelt beheimatet war und der dann im Laufe von Jahrmillionen so immer tiefere Einsichten bekommen hat und jetzt uns unterstützt und bei uns wohnt. Genau. Der Name kommt mir sehr bekannt vor, Dimitri, weil du hast ein wunderbares Buch auch geschrieben, was aber nur über dich persönlich erhältlich ist. Ne? Ja, das war einfach so mit ihm über 10 Jahre hinweg, habe ich immer mal wieder so ein bisschen aufgeschrieben, auch von seiner Welt oder weil er am Anfang gesagt hat, so, ich kenne euch und wir waren da vorher noch nie in Berlin
Und ich fand es irgendwie, also obwohl ich ja schon viel mit Naturwiese vorher geredet habe, hatte ich schon den Eindruck, also der weiß noch mehr wie die, wie ich bisher kennengelernt habe. Und habe ihn dann halt überredet, mit in Schwarzwald zu kommen. Und das war halt so interessant, was er mir alles erzählt hat, dass ich das im Laufe von eben 10 Jahren aufgeschrieben habe und dann im Eige Verlag einfach mal rausgegeben habe und das auch selbst finanziert habe, weil mir haben da zwar Verlage angeschrieben, aber ja, ich bin da eher auch da so ein Greenhorn und ich habe das einfach mal gemacht. Das war so ein Herzenswunsch mit ihm, genau. Wer ein bisschen näher reinschauen möchte, haben natürlich auch Sians Webseite und ihr Social Media verlinkt. Da könnt ihr ein bisschen mehr noch über das Buch erfahren. Es ist sehr aufwendig, sieht es aus von der Gestaltung her. Ne? Es ist sehr groß auch, habe ich den Eindruck. Ich habe es noch nicht in der Hand gehalten, aber es kommt mir sehr monumental vor, sage ich es mal so. Ja, also mir hattet eins, das war DIN A4 und war über 1 Kilo schwer. Und jetzt haben wir es nochmal neu verlegt und ist aber immer noch 1 Kilo schwer. Genau. Und so also fühlt sich das vor allem, wenn man es so in der Hand hat. Ne? Genau. Ja. Und also es geht natürlich auch um Naturgeister in diesem Buch. Ja. Und über Reise zwischen die Welten, wie man so seinen Weg finden kann oder seine Bestimmung auf der Erde und halt viel Hintergrundwissen, auch Persönliches. Von unserem Entwicklungsweg, genau. Ja, apropos Persönliches. Du bist ja in einem Umfeld tätig, was eine sehr, ja, in der Natur stattfindet, ne, in der Hauptsache. Und du lebst recht abgeschieden in der Hauptsache in den Vogesen. Deine Familie ist im Schwarzwald und du pendelst zwischen diesen beiden Welten. Wie ist das für dich, wenn du als Naturmensch in die Stadt kommst? Wie fühlt sich das für dich an? Ja, also ich find's halt total schön, auch mal in eine Stadt zu gehen, weil auch da wohnen Naturwesen, da gibt's Parks, da gibt's auch Häuser und alles ist ja im Grunde auch von der Natur durchwoben, wo du vorher auch sagtest, wenn du rausgehst, wäre nicht so viel Natur, aber die Natur durchwebt ja auch Gebäude und alles letztendlich ist ja aus der Erde heraus entstanden. Also selbst ein Gebäude ist ja aus der Erde entstanden oder die Luft, die mir atme, ist ja auch da, auch in der Städte. Und ich finde es immer wieder schön und berührend zu sehen, auch in der Stadt gibt es wunderschöne Orte, in denen Naturwesen sich aufhalten. Und ich genieße dann einfach so einzutauchen mal in diese Stadtluft. So, aber nach einer gewissen Zeit reicht es mir dann auch. Und dann bin ich halt immer wieder froh, wenn ich dann immer mehr und mehr und mehr schrittweise in die Natur zurückkomme und bin dann einfach nur glücklich, wenn ich dann wieder so in meinem Reich bin. Ja. Bleiben Naturwesen im Umfeld? Wenn du jetzt nach Hause kommst in die Vogesen, bist du da umringt von deinen Naturgeistern sozusagen oder wechselt das? Also ich bin mal vor alle Dinge umringt von Tieren und selbst mit Zaun kommen die Hirsche zu mir in den Garten und der Fuchs kratzt immer an die Tür und der Marder, der holt sich Kekse, wenn ich im Wohnzimmer welche stehen habe, der kommt einfach rein. Und die Tiere haben überhaupt keine Angst hier vor mir, weil ich gar keine Gefahr darstelle. Und ich kann ganz viel bewerkstelligen, damit ich mein Gemüse essen darf. Und ich habe den Eindruck, alles, was so lebt, kommt zu mir in den Garten. Aber sag mal, auf die Geister, bleiben die auch im Umfeld oder wechselt da das Szenario? So meinst du. Ja, genau. Also, es ist so, dass es in der Vogese sehr, sehr alte Naturwesen gibt, die aber auch spürbar an ganz bestimmte Orte wohne und dann mit den Steinen zusammen agiere. Also so in dieses mineralische Reich hineingehen. Und dann überquere ich ja quasi einen Berg
und komme dann in die Landschaft vom Oberrheingrabe durch und spüre auch so dieses, ja, was von unten her so brodelt. Also ich spüre einfach so das Feuer, wenn ich mich drauf konzentriere, vom Oberrheingrabe, und komme ja dann quasi wieder in den Schwarzwald rein. Und beide Gebirge waren ja mal eins, und man spürt schon die Gemeinsamkeiten, aber man nimmt auch ganz deutlich wahr, dass hier wesentlich ältere Naturwesen wohnen als jetzt zum Beispiel im Schwarzwald. Im Schwarzwald ist dann so, dass halt weniger Kriegsgeschehen war und deshalb Naturwesen auch ja sich anders verhalten wie jetzt zum Beispiel hier. Also manche, die brauchen auch Heilung, die hier sind. Ja. Ja, spannend. Ist der Schwarzwald, ich nehme den Schwarzwald, und ich muss sagen, in den Vogesen war ich, glaube ich, noch nie, aber im Schwarzwald bin ich einige Male gewesen, weil mich das auch so ein bisschen fast magisch anzieht, die Landschaft und die Energie dort. Ja. Und ich habe einen Seminarteilnehmer, der lebt in einem alten Forsthaus, was er aufgearbeitet hat, ganz weit abgelegen im Schwarzwald. Was heißt ganz weit abgelegen? Es ist eine halbe Stunde eigentlich nur von Freiburg oben in die Berge, aber es gibt keine richtigen Straßen dorthin. Es ist alles nur Schotterpiste. Und dort habe ich auch das Gefühl, es ist eine ganz andere Welt. Es sind ganz andere Energien dort unterwegs als jetzt beispielsweise im Odenwald, wo ich viele meiner Seminare abhalte. Ja. Aber ich fühle diese Art von Energie dort nicht. Ist aber im Schwarzwald eben schon. Das ist so sehr, sehr anders und vereinnahmender und ich finde es sehr magisch. Und der Peter, mein Teilnehmer, der ist an einer Aktion beteiligt, wo sie den Schwarzwald als Kraftwald vermarkten möchten. Oh ja. Ja, also es ist halt so, je mehr Bäume das da sind, je mehr Wald das da ist, desto mehr Energie ist spürbar an Naturwesenkraft. Und der Odenwald hat halt was sehr Liebliches, und da sind dann mehr Elfe und Feen unterwegs oder eben Geister der Umlaufzeit. Ja. Was heißt also Geister der Umlaufzeit? Naja, also diese sphärische Energie, die gerade von hoher Lichter Naturwesen so aufgeprägt wird in die Landschaft, braucht immer so ein gewisse Background. Und dieser Background, wenn der von unten her so fehlt, dann bleibt es eher sphärisch. Und dann hat man das Gefühl, man kann sich nicht richtig erden. Und im Schwarzwald kann man sich sehr wohl erden. Also da sind so viele Bäume, da ist so viel Kraft an Baumwesenheiten vorhanden und auch an Wasserelementarwesen. Also wer da keine Naturwesen wahrnimmt, da fällt es halt leichter, ne? Also so, weil da alles voll ist, ne? Ja. Für den Laien vielleicht hast du einen Tipp, wie kann ich mit Naturwesen in Kontakt treten? Was ist da der erste Schritt? Also sehr gut wäre es halt, wenn man zuerst mal beginnt, sich selbst von alle Vorstellungen zu befreien. Man hat ja so gewisse Bilder so in sich, wie das so sein sollte. Und dass man sich mal so befreit von den Bildern, die man so hat, weil dann ist man so im mentalen Bereich unterwegs und die Naturwesen, die wohnen so mehr im Gefühlskörper der Erde, würde ich sagen. Und von daher sage ich immer Hand aufs Herz und sein Herzschlag spüren, sein Körper spüren, seine eigene Energie spüren, weil im Grunde sind auch wir Natur und Wesen. Und sehr hilfreich ist, wenn man dann sehr viel trinkt, also frisches Wasser trinkt, am besten Bergquellwasser, dass man eher mal auf Fleisch verzichtet oder tierische Produkte und so seinen Körper durchlichtet. Ja, man kann da sehr, sehr viel tun, indem man immer wieder seinen Fokus zurücknimmt über das, wie man denkt, wo irgendwie was sein soll eben. Das wären so meine drei Tipps, genau. Was kann
ich oder was können wir für die Naturwesen tun? Oh, das ist eine gute Frage. Bäume pflanzen, sage ich immer. Ja. Das also, heißt, ja. Ja, das heißt auf gut Deutsch, die Natur respektieren und pflegen und dafür sorgen, dass sie gesund ist und. Ja. Also, dass man einfach auch Räume einrichtet, die nur der Natur überlassen werden darf. Dass man mehr Schutzräume einrichtet. Dass die Natur Rückzugsorte hat, in dem sie sich nochmal regenerieren kann. Dass man ein Moor belässt. Da sind so viele Wesenheiten drin in so einem Moor. Und dass man eben viel, viel mehr Wälder lässt und wegkommt von Atomindustrie, sondern dass man schaut, die Kraft der Sonne ist ja da, die kann uns Strom schenken und dass man schaut, dass man upcycelt, recycelt, dass man Freude in sich trägt, ist so mal so der Haupt Antrieb, finde ich, ne? dass man sich auch als Natur selber sieht, als Teil der Natur wahrnimmt. Und dass wir alles so Brüder und Schwestern sind und nicht gegeneinander arbeitet, sondern Wege miteinander findet, um hier auf dieser schönen Erde auch zu leben. Was Weil für schöne, passende Worte, liebe Sian, zum Abschluss. Ja, schön. Für alle, die ein bisschen mehr noch erfahren möchten. Wir haben sie ans Webseite verlinkt und ihr findet bei ihr auf Instagram wunderschöne Fotografien von den Filzwesen und über ihre Arbeit. Und wer Lust bekommen hat, sich mit einem Naturwesen auf diese Art und Weise zu verbinden, der darf sie dann gerne kontaktieren und sich auf die Liste setzen lassen und wer weiß, vielleicht kommt auch ein Naturwesen zu dir nach Hause. Liebe Sian, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und die vielen interessanten Dinge, die du uns erzählt hast heute. Ja, vielen Dank, lieber Oliver, für dein Sein und für deine Arbeit und dass du so bist, wie du bist. Du bist ganz, ganz wunderbar. Vielen, vielen Dank. Danke gleichfalls. Tschüss. Tschüss.